YouTuber sagen nie die Wahrheit. Schaffen wir vielleicht dieses Mal 50.000 Likes, das wäre mega geil. Damit würdet ihr mir auf jeden Fall zeigen, dass ihr die beste Community seid, die es auf jeden Fall auf diesem Planeten gibt. Die Firma, von der ich gerade geredet habe, hat mir einfach dieses extrem geile T-Shirt zugeschickt. Ohne Grund, also ohne dass ich irgendwie was gesagt habe oder dass die irgendwas wollten. Und keine Angst, die beeinflusst dieses Video natürlich nicht. Das ist auch keine Werbung, Hashtag not sponsored und so. Das T-Shirt ist halt einfach mega geil, sieht mega schön aus, ist super bequem, hat eine richtig gute Verarbeitung. Ich trage das quasi jeden Tag. Ja, ich weiß, die Frage kommt jetzt wieder auf, aber ich konnte das letzte Video leider nicht veröffentlichen. Ich hatte mega viel zu tun. Ich musste aufs Amt wegen meinen ganzen Steuern und das und die ganzen Einkäufe mit der Familie noch unternehmen. Und außerdem geht es meinem Freundeskreis momentan nicht so gut, deswegen bin ich für die momentan halt logischerweise da und helfe denen ein bisschen. Jo Leute, Mann, willkommen zum neuen Daily Vlog, okay? Ich pranke gleich meine Freundin, Mann. Die weiß von überhaupt nichts. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Die kommt nämlich gleich erst nach Hause. Und ich bin mal gespannt, wie sie reagiert, weil wir haben uns schon länger nicht gesehen. Heute möchte ich mal selbst etwas kochen. Das könnt ihr gerne nachkochen. Das kostet fast nichts. Schmeckt super, super lecker. Ist mega leicht zu machen. Hat fast gar keine Kalorien. Es ist eigentlich was für jeden Tag. Jo Leute, was geht, Mann? Bademantel ist wieder am Start. Ihr wisst Bescheid. Aber ich glaube, lang kann ich die nicht mehr behalten, weil ihr müsst wissen, ich stehe momentan vor Gericht, weil ich habe so eine Anzeige am Hals und wahrscheinlich muss ich dann auch ins Gefängnis und ich hoffe aber, dass das nicht so lang wird, deswegen wir sehen uns nach dem Gefängnis, yo. Was wäre, wenn sie es allerdings doch tun? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Natürlich mache ich nicht gerne Fotos mit euch, Mann. Ihr seid mir eigentlich scheißegal, aber ihr bringt halt die Klicks und damit das Geld rein. Deswegen sage ich einfach, dass ich euch mag. Schreibt mir eure Meinung dazu, zu diesem Thema, gerne mal in die Kommentare. Auch wenn es mir eigentlich scheißegal ist, weil eure Kommentare habe ich eh noch nie gelesen. Die App hat mich angeschrieben wegen dieser App, ob ich die nicht mal testen will und was Gutes darüber berichten soll. Auch wenn die eigentlich total scheiße ist, mache ich das, weil ich brauche ja ein bisschen Geld. Yo Leute, willkommen zum neuen Vlog, Alter. Das wird so geil, Alter. Eigentlich sollte der schon letzte Woche kommen, aber ich hatte einfach keinen Bock, den zu drehen. Außerdem habe ich so ein bisschen gehustet, deswegen kann man eigentlich schon sagen, ich war krank und ja, deswegen schaue ich einfach mal, was heute so langweiliges passiert. Jo Leute, Mann, ich weiß gar nicht, was mit euch los ist. Ihr seid so eine Scheiß-Community, ohne Scheiß. Ich war jetzt schon eine Woche nicht mehr in den Trends. Was ist denn los, Mann? Ich muss endlich mal wieder reinkommen. Ich krieg sonst keine Kohle, okay? Jo Leute, ich habe mir gedacht, ab sofort gibt's auf meinem Kanal nur noch Reaction-Streams, weil ich habe da wirklich nicht Bock drauf, aber das ist halt null Eigenleistung und man bekommt relativ viel Klicks. Und man kann sie wirklich ziemlich oft bringen. Deswegen wird es das ab sofort geben. Okay, wow. Ich bin Sebastian und jetzt hört ihr wahrscheinlich einen Satz, den ihr von vielen hört, aber abonniert mich, ich kann es gebrauchen. Denn ich will auf jeden Fall größer als PewDiePie und T-Series zusammen werden. Man sieht sich, ne?